Hallo liebe SCP-Fans, es ist wieder soweit. Das Interview der Woche steht an. Wir haben heute Mario Vrančić zu Besuch. Hallo. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Grüß dich. Hast du gegessen? Die anderen Spieler der letzten Wochen waren immer hungrig. Da mussten wir immer... Genau. Ich hatte jetzt gerade ein bisschen Zeit und habe zu Mittag gegessen. Was, wenn ich fragen darf, isst man da als Profifußballer? Ja, man fügt nur ein bisschen Energie zu. Am besten ja, Nudeln, Reis, Kartoffeln mit ein bisschen Fleisch und Gemüse. Und so war das heute auch bei mir. Wo warst du denn? Darfst ruhig Werbung machen. Darf ich nicht verraten. Nein, wir waren zu dritt oder zu viert im Deutschen Haus. Ah. Im Kiesau. Mhm. Ja. Schön, schön. Ja, Mario, momentan für dich, wie läuft es für dich persönlich? Wie fühlst du dich? Wie ist das Jahr 2015 für dich bisher? Ja, also für mich persönlich ist das Jahr nicht so gut gestartet. Ich war relativ lange verletzt, sag ich mal. Ich war 2-3 Wochen außer Gefecht mit meiner Achillessehne. Und ja, jetzt bin ich wieder, ich sag mal, topfit. Natürlich passen die Ergebnisse jetzt nicht so aktuell, aber die Grundlage ist die Gesundheit und die macht gerade mit. Von daher bin ich da relativ zufrieden, sag ich mal. Wie gehst du mit so einer Situation um? Du wurdest in der Hinrunde des Öfteren als Motor der Mannschaft im Mittelfeld bezeichnet. Dann kommt so eine Verletzung und wirft einen zurück. Ist man da sehr deprimiert oder wie bist du persönlich da in so einer Phase denn? Also ich habe mir natürlich für das neue Jahr 2015 sehr, sehr viel vorgenommen. Wenn dann so eine Verletzung direkt zum Start der Vorbereitung kommt, dann ist es natürlich schwierig, aber ich hatte auf jeden Fall eine super Betreuung mit den Physios, mit Henne und Jörg und die haben mich Gott sei Dank relativ schnell wieder fit bekommen. Und ja, man darf echt nicht den Kopf hängen lassen. Die Vorbereitung war relativ lang, so hatte ich natürlich Zeit wieder mit der Mannschaft zu trainieren und bin jetzt wie schon gesagt sehr, sehr froh, dass ich komplett fit bin. Mhm. Wen hast du da als Bezugsperson dann? Zum Beispiel dein Bruder, der dir bei sowas auch weiterhelfen kann? Ich meine, zufälligerweise seid ihr ja beide Profifußballer. Ja, Familie, Freundin, die helfen natürlich schon einem weiter, die Freunde auch. Und, aber Gott sei Dank, also ich war jetzt, wie gesagt, nur 2 Wochen außer Gefecht. Von daher war meine Verletzung gar nicht so groß. So, war ich gar nicht so deprimiert, wie sich das einige so vorstellen. Ablenkung hast du gesagt, da frage ich gleich mal nach, was machst du so? Wenn du die letzten Wochen das nachverfolgt hast, die Kollegen gehen, zumindest sagen sie es, gerne mit dem Hund raus oder bowlen oder... Ja, so Silo hat es ja schon letzte Woche verraten, wir gehen ab und zu mal spazieren. Nee, Quatsch. Mach die nicht. Wir gehen spazieren in die Stadt, also ich denke mal, einige stellen sich dann vor, dass wir irgendwie so in den Wald gehen, Händchen halten oder so, so ist es nicht. Aber was machen wir, man verbringt Zeit mit der Familie, mit der Freundin, mit Freunden, man geht was essen. Man versucht sich so ein bisschen abzulenken. Natürlich wird man auch relativ oft auf der Straße angesprochen, ja, was ist denn mit euch los und so. Und was ja ganz normal ist. Aber man macht ganz normale Sachen, man liest ein Buch, man geht ins Kino, guckt dann Fußball, abends Champions League oder so, ganz normale Sachen, wie halt normale Menschen auch. Ja. Was mich halt immer, oder was ich mich frage, ihr wirkt, wenn man mit euch spricht, dann doch sehr locker und auch trotzdem fröhlich, lustig, trotz der sportlichen Situation. Ja. Ist das auch so ein Ding, was unbedingt sein muss, damit man da wieder rauskommt, damit man den Bock umstoßen kann? Definitiv. Also ich denke, wenn man jetzt die ganze Zeit schlecht drauf ist, miese Laune hat, das bringt uns nicht weiter, weil wir müssen echt versuchen, dann auch auf dem Platz diese gewisse Lockerheit zu haben, weil sonst wird es sehr, sehr schwer, ja, ich sag mal so, aus dieser Torkrise rauszukommen, wenn man da die ganze Zeit verkrampft ist und so, das bringt keinen weiter. Ich denke, wir sind echt eine Mannschaft, die einen super Zusammenhalt hat und es geht echt nur mit guter Laune, natürlich auch mit der gewissen Härte und Disziplin dann im Training, um eben super auf das Wochenende vorbereitet zu sein und mit einem guten Gefühl ins Spiel zu gehen. Und ja, echt nur mit toller Laune, nur so können wir den Bock umstoßen. Dann kommen auch die Tore wieder bei dir. Du hast letzte Saison am Ende wichtige Tore gemacht. Hast du es jetzt auch für die Schlussphase aufgehoben? Ich hoffe, es wird so kommen. Aber letzten Endes ist es egal, wer die Tore macht. Natürlich, wenn ich sie mache, bin ich auch froh. Aber es ist komplett egal, wer die Tore macht. Von mir aus der Kruse hinten oder der Hühne, keine Ahnung, die Abwehrspieler, es ist wirklich egal.
Luki hat uns verraten, er mit dem Torschießen, er hat noch nicht mal einen Elfmeter getroffen, als er mal schießen durfte. Okay, dann, also dann lassen wir es lieber mit ihm. Schönste Momente in deiner Karriere, sicherlich der Aufstieg mit dabei gewesen. Aber vielleicht hast du ja noch einen anderen, wo du sagen willst, das war so der Moment, in positive, vielleicht auch negativer Moment in meiner Karriere, an dem ich gewachsen bin. Ja, ich hatte ja auch tolle Zeiten mit der deutschen U-Nationalmannschaft. Wir sind mit der U19 Europameister geworden. Mhm. Dann sind wir ein Jahr später bei der WM aufgetreten. Da hatten wir, ja, da sind wir im Viertelfinale gegen Brasilien ausgeschieden. Das war so ein Spiel, was ich, glaube ich, in meinem Leben nie vergessen werde. Wir haben 1-0 geführt bis zur 90. Minute, kriegen in der 90. den Ausgleich. Mhm. In der ersten Minute der Verlängerung kriegen wir das 2-1 und scheiden dann im Viertelfinale aus. Das war echt so ein Tag, den ich, glaube ich, niemals vergessen werde und der mich sehr, sehr geprägt hat. Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Das ist ja anderen auch schon passiert, ne? Bayern gegen Manchester. Ganz genau. Das kennt man ja im Fußball. Ja. Wie hat für dich, also es fragt ein Zuschauer, Marc Bethke, der uns immer fleißig Fragen schickt, danke dafür, der fragt, die Rücknummer 8, hat die für dich eine besondere Bedeutung? Oder ist das Zufall, dass du die trägst? Ich hatte in der Jugendzeit eigentlich immer die 8 und von daher ist es sozusagen meine Lieblingsnummer geworden und deswegen bin ich sehr, sehr froh, wo ich nach Paderborn gekommen bin, dass die 8 zu dem Zeitpunkt frei wurde und dann habe ich sofort zugegriffen. Mhm. Bleibt auch so. Ich hoffe es, ja. Ja. Wenn du sagst, aus der Jugend her, wem bist du, gibt es eine Person, der du besonders dankbar bist? Also die dich entweder Mentor für dich war oder ein Vorbild, die dich irgendwie geführt hat. Ich weiß nicht, du hast mal gesagt, Jürgen Klopp wäre ein Typ. Ja, das ist echt die Person, die der ich wirklich viel zu verdanken habe, weil er hat mich damals in Mainz zum Profi gemacht. Dann hatte ich echt so, ja, ich sag mal, 2-3 Jahre, wo es nicht so gut lief, wo es wirklich sehr, sehr schlecht lief für mich. Und dann hat er mich aus einer sehr schwierigen Phase zu Dortmund 2 geholt und mich dort wieder 1,5 Jahre trainiert, aufgebaut. Und das ist echt natürlich so eine Person, der ich viel zu verdanken habe. Mhm. Trotzdem hast du gesagt, bist du froh, dass du dich dann für den SCP entschieden hast. War das der wichtige Schritt in deiner Karriere? Absolut, ja. Muss man sagen. Also ich hatte auch tolle 1,5 Jahre in Dortmund. Und dann kam das Angebot vom SC Paderborn und da wurden wir uns schnell einig und bin natürlich sehr, sehr froh, dass ich jetzt fast 3 Jahre hier bin und ich denke, die Zeit war auch sehr erfolgreich. Was, also das auf jeden Fall. Ja. Was ist an Paderborn, gibt es die Stadt selber irgendwie Punkte, wo du sagst, das ist so, das finde ich schön an Paderborn, da fühle ich mich wohl, da gehe ich gerne hin, außer vielleicht an die Fischteiche, Enten füttern. Ich wohne da in der Nähe, also da gehe ich ab und zu mal spazieren. ich gehe gerne natürlich, wenn es Wetter mitbringt, an den See. Mhm. Und mit deinem Roller? Mit meinem Roller, genau. Das musst du mir mal erklären. Das ist ja nicht gerade das bevorzugte Fortbewegungsmittel von Profifußballern, oder? Genau, aber wenn das Wetter das mitbringt, dann fahre ich sehr, sehr gerne mit dem Roller. Ich glaube, Jens Wemmer hat einen, Maja Saglik hat auch einen. Und im Sommer ist es das Geilste, was es gibt, sag ich mal so, weil wenn da schön der Wind, mediterranes Feeling. Genau, überragend, also muss ich schon sagen, ist echt cool. Und aber ich habe noch ein Auto und mit dem fahre ich dann im Winter natürlich, oder wenn es ein bisschen kälter ist. Ja. Bist du so der Typ, wenn wir gerade schon gesprochen haben, mediterran, so ist das auch so deine Gegend, wo du gerne in Urlaub fährst, ans warme Meer, Sonne? Auf jeden Fall. Also ich war noch nie irgendwie so im Skiurlaub oder ähnliches. Ich fahre auch, wenn es geht, im Winter an warme Orte. Hm. Ich war jetzt im Winter in Thailand. Also ich denke, das ist so ein Luxus, den man sich auf jeden Fall leisten sollte, wenn man jung ist, dass man so viele Orte wie möglich besucht, um die Welt eben zu sehen. Und wenn die Pause es mitbringt, oder wenn die Zeit es mit sich bringt, dann fliege ich natürlich auch sehr, sehr gerne in Urlaub. Wo würdest du gerne unbedingt, vielleicht auch nach der Karriere, wenn mehr Zeit ist, für bestimmte Ziele braucht man ein bisschen mehr Zeit? Ja, ich war noch nie in der USA, da will ich schon sehr, sehr gerne hin. In Asien war ich ja jetzt. Australien wäre natürlich auch so eine, ja,
so ein Land, so ein Kontinent, was man gerne sehen will oder muss irgendwie. Bist du da der Typ so Hotel-Club-Urlaub oder ich unternehme auch was? Ein Mix. Also ich mache es sehr, sehr gerne, dass ich, wenn die Zeit es eben mit sich bringt, dass ich erstmal was erlebe, schöne Städte besuche, wenn es geht, und dann wirklich nochmal, wenn es geht, 4-5 Tage komplett abschalte am Meer. Mhm. Sonst irgendwelche Träume, die du noch hast, abseits des Fußballs? Deutscher Meister ist klar. Ja, absolut. Natürlich, ich denke, Grundlage ist natürlich, dass Familie, Freunde und so weiter, dass es denen gut geht, dass die Gesundheit alles mit sich bringt. Ich denke, ich würde sehr, sehr gerne eine Familie gründen, ist ja ganz klar. Irgendwie so Nachwuchs und so ist schon was Tolles. Und ja, Gesundheit ist das Wichtigste für mich und meine Liebsten. Mhm. Bis dahin, mit Freunden, mit Mitspielern, bist du da? Hast du auch in der Mannschaft, also ihr habt ja so ein kongeniales Duo, was irgendwie alle kennen, Heini und Patrick. Hast du da auch so ein Duo quasi? Also wirst du auch öfter genannt von den Spielern, die hier sitzen, von den Mitspielern? Du, also ich habe jetzt nicht unbedingt eine Person, mit der ich irgendwie jeden Tag was mache, so wie Paddy und Heini. Aber natürlich mit Daniel Brückner, Alban Meer, Elias Katschunga, Baka, Sylo, da gehen wir schon gerne mal irgendwie was essen oder oder einen Kaffee trinken, wenn die Zeit es sich mit wenn wir genug Zeit haben und wie eben auch waren wir schön Mittagessen zu dritt. Wenn du ihn schon nennst, Daniel Brückner wird in den letzten Wochen hier als sehr empfindlich, wenn man ihn ärgert, bezeichnet. Ehrlich, ja. Okay. Ist auch nur so ein Running Gag, weil er in letzter Woche immer als jähzornig, wenn man ihn ärgert, dass er sehr empfindlich dann reagiert und sich die anderen Jungs ein bisschen drüber lustig machen. Ja, er ist schon sehr, sehr schnell gereizt, dann braucht er mal schon schnell einen Snickers, dann geht's ihm mal wieder gut. Für dich geht's jetzt gegen Augsburg so. Das ist jetzt erstmal sicherlich das wichtigere Spiel. Trotzdem danach die Woche wirst du sehr gern dann gefragt werden, sicherlich wieder geht's nach Dortmund. Mhm. Ist das für dich so ein Highlight, was du auch schon beim Aufstieg vielleicht gedacht hast, dass oh, geil, jetzt kann ich im Signal Iduna Park auflaufen? Auf jeden Fall. Ich denke, das ist ja das größte Stadion in Deutschland, wenn man da vor dieser gelben Wand steht. Das ist schon ein Highlight auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht nur einmal so sein wird, sondern dass wir natürlich über Jahre hinweg da gegen die Dortmunder spielen können, auch in der ersten Liga. Was macht dich da zuversichtlich, dass das klappt? Dass wir uns nicht aufgegeben haben, dass Gott sei Dank die anderen Mannschaften, die unten sind, auch nicht unbedingt besser spielen und mehr Punkte holen als wir. Und wir sind uns voll im Klaren, dass wir unsere Ergebnisse erzielen werden, die dann auch zur Relegation oder zum Klassenerhalt reichen werden. Mhm. Samstag Augsburg, ist das ein Spiel, ist der Druck, wird der auch sehr hoch jetzt langsam für euch? Also ist das, weil es schon viele sagen, ja, dann geht es nach Dortmund und man hat noch Schalke, Wolfsburg, da muss man jetzt eigentlich gegen Augsburg gewinnen, wobei die ja nicht zu unterschätzen sind. Ganz klar, die sind auf jeden Fall nicht so unterschiedlich. Die spielen auch eine grandiose Saison. Also es wird ein sehr, sehr schweres Spiel. Ein gewisser Druck ist natürlich da. Wir machen uns den Druck, dass wir immer gute Leistung bringen wollen. Und dann natürlich auch die passenden Ergebnisse dazu brauchen. Und die hatten wir halt leider nicht. Und aber wir dürfen uns echt nicht zu viel Druck machen, weil sonst klappt das dann mit dem Tore schießen etc. wird es dann wieder nicht klappen, sondern einfach versuchen, befreit aufzuspielen, so wie zu Beginn oder in der ganzen Hinrunde. Und dann wird das auf jeden Fall klappen. Denke ich auch. Die Fans stehen auf jeden Fall nach wie vor hinter euch. Genau. Was ja auch eine tolle Sache ist. Gibt es auch nicht in jedem Stadion, ne, dass man angefeuert wird trotzdem noch. Genau, ja, das war vor allem jetzt nach der Niederlage in Berlin. War es natürlich grandios, dass man dann vor knapp 2000 Fans nochmal steht und die einen bejubeln. Ich denke, bei anderen Vereinen hätten die Fans gepfiffen. Alles klar, Mario. Dann hoffe ich, du bist nicht kaputt geblendet worden. Die Lichter sind hier heute sehr hell. Passt alles. Wir sehen blaue Punkte. Genau. Wünschen euch viel Spaß beim Spiel und drücken die Daumen, dass es dann klappt mit dem Dreier. Oder zumindest mit Toren und einem Punkt. Danke dir. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss.